Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen aus Abstadt. Heute wieder die Beantwortung einiger Zuschauerfragen. Und ich fange an mit einer Frage von Thomas. Thomas möchte wissen, welches Filtermaterial eignet sich am besten für einen statischen Biofilter und wie ist dieser aufgebaut bzw. deren Prinzip gegenüber einem bewegten Biofilter? Also, ganz einfach, Filtermaterial, es eignet sich Helix, es eignet sich Japanmatten. Japanmatten gibt es ja auch ganz viele verschiedene Typen, auch vom Helix. Es gibt nicht nur den einen Hersteller, wo wir unser Filtermaterial her haben. Es gibt ja da mittlerweile auch verschiedene. Also im Prinzip jedes Material, was vernünftig in den Filter eingebracht werden kann, was nicht zu klein ist, was die Strömung nicht zu sehr behindert, dass es nicht diesen Treppeneffekt von der einen Filterkammer zur anderen Filterkammer gibt, wo vernünftig angeströmt und auch vernünftig belüftet werden kann. Das sind die Materialien, die wir eigentlich für einen statischen Biofilter bevorzugen. Was ich persönlich nicht so gut finde, sind so Materialien aus Stein oder Keramikmaterial, weil es zum einen nicht vernünftig angeströmt werden kann und zum anderen auch nicht vernünftig belüftet werden kann. Wenn man sich mal anschaut, wenn man so ein Steinmaterial im Filter hat, wer das schon mal gesehen hat, da sammeln sich dann die Luftblasen irgendwie zwischen den Steinen und oben kommt kein schönes Luftbild, kein schönes Blasenbild mehr an, sondern da kommen dann irgendwann immer nur so große Luftblasen. Manchmal ist es auch immer so ein Luftschwall, der dann nach oben tritt. Wie sind Mehrkammerfilter aufgebaut gegenüber den bewegten? Wie sind die statischen Biokammern aufgebaut im Gegensatz zu den bewegten Filterkammern? Also ich bevorzuge immer, wenn das Wasser auf der einen Seite entweder von oben oder von unten in die Kammer reinkommt, sich dann schön gleichmäßig über das Biomaterial verteilen kann und dann unten abfließt, dann entweder zur Pumpenkammer oder zur nächsten biologischen Kammer. Da gibt es jetzt natürlich viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann es mit den IBC-Behältern machen, dass man die mit 100er Rohrleitung immer von oben, also wenn jetzt der Zugang zur Filterkammer unten ist, dann würde man aus der letzten Filterkammer oben das Wasser entnehmen, würde dann mit dem Rohr nach unten gehen und in die nächste Kammer unten rein. Ein häufiger Fehler, der bei dem ganzen Spiel dabei gemacht wird, wenn man sich jetzt überlegt, wenn hier das Teichniveau ist, und hier die Oberkante von dem Filter, wenn man dann die Rohre zu weit oben in die Kammer einbringt, das ist wirklich ein häufiger Fehler und der führt dann dazu, wenn die Filter mal älter sind, wenn sie vielleicht auch verdreckt sind oder nicht nur verdreckt, wenn mal das Material richtig mit Bakterien besiedelt ist, dass es dann dazu führt, dass es da einfach einen relativ hohen Niveausprung gibt zwischen der einen Filterkammer zur anderen Filterkammer. Und dann kann es passieren, wenn die Rohrleitungen zu weit oben eingebaut sind, dass das dann irgendwann der limitierende Faktor wird, dass ich nicht mehr genügend Wasser durch den Filter bekomme. Von daher habe ich irgendwann mal für mich festgelegt, wenn ich so Filter plane, baue, weil ich das früher noch häufiger und professioneller gemacht habe, dass ich einfach gesagt habe, Teichniveau und dann minus 20 cm ungefähr ist die Oberkante vom Überlauf, sodass ich auf jeden Fall immer 20 cm oben noch als Niveauspiel habe, dass also auch der Wasserstand, dass ein gewisser Treppeneffekt von Filterkammer zu Filterkammer entstehen kann, ohne dass dann gleich der Wasserfluss komplett zum Erliegen kommt. Das ist wirklich ein häufiger Fehler, den ich auch immer wieder sehe und das wieder abzuändern später, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert, das ist wirklich nicht ganz so toll. So, Thomas, ich hoffe dir weitergeholfen zu haben. Mach's gut und viel Erfolg beim Bau deines Biofilters. Ciao.